Huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Kampfrunde in Baldur's Gate 3. Wir kämpfen hier gegen die Githyanki, die uns eingesperrt hatten hier in dieser Folterkammer, dieser verrückten Githyanki-Ärztin. Und ja, mal schauen. Gucken wir mal, ob wir sie hier ganz nach vorne kriegen, die Shadowheart. Zielpunkt nicht erreichbar. Hier können wir hin. Hüpf. So, und dann kriegen wir nämlich vielleicht alle von denen, oder zumindest ganz viele, in den Umkreis. Oh. Gegenzauber. Das ist ja fies. Dass die Gegner jetzt auch sowas drauf haben. Das ist ja echt nicht so geil. Oh mein, ihr habt ja gar kein Spielaudio. Moment. Fixed. Haha. So, jetzt habt ihr auch Spielaudio. Warum OBS hackt im Audio so rum in letzter Zeit? Das ist echt nicht so geil. Ja, Shadowheart, das war jetzt nicht so geil. Jetzt stehst du da wie bestellt und nicht abgeholt. Und die anderen müssen jetzt mal helfen hier. Immerhin können wir hier mal ein bisschen schon mal einen rausnehmen. So, und vielleicht noch einmal hier auf die Kiste schießen, die robust ist und davon sich nicht großartig beeindrucken lässt. Aber jetzt haben wir unseren Baba, wir haben keinen Kampfrauschladung mehr. Deswegen trinken wir mal so eine Speed Potion, damit wir generell mehr Attacken haben. Ah ne, nicht Fernkampf, hier Anderkampf. Müssen wir auch mal vielleicht mal neu anordnen hier so. Zack. Und zack. Nächster weg. Und sieht gut aus. So, Karlach, was machst du? Gute Frage. Wir haben jetzt noch zwei Leute hier, den können wir vielleicht rausnehmen. Wenn da nicht wieder ein Gegenzauber kommt. Aber nein, er wird überlebt und... Naja. Fehlschlag. Zaubert. Strahl der Übelkeit. Ah, ich glaube, die sind jetzt hier nicht so eine Herausforderung. Oh, da sind noch zwei, okay. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwie so... Die stehen jetzt... Stehen nicht so geil zusammen. Vielleicht kriegen wir es aber jetzt hin. Das hier gleißend, ja. Drei Stück drin. So, und diesmal haben wir es. Und er hat auch eine Leuchtkugel bekommen. Sehr gut. Und der müsste auch eigentlich jetzt... Okay, der hat keinen Schaden bekommen. Dann heilen wir uns noch ein bisschen. So. Und hier können wir wieder einen rausnehmen, denke ich. So. Und noch einen rausnehmen für 8. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Mal gucken. Ja, funktioniert. Und sie hat extra Lebenspunkte. Können wir schon mal weghauen.
So. Blood comes easy these days. Und den rausnehmen. Und jetzt ist sie dran. Rar. Rar. Sehr schön. Schlüssel. Ja, das war die, die Wissenschaftlerin, ne? Die hat's verdient. Die hat's verdient. So. Jetzt ist nur noch hier die. Da ist noch eine Schützin. Erfülle die Kreatur mit Spielenschein, erreicht die nun. Nee. Nein. In Position. Einmal Karlach. Und. Ja. Nee, sonst machen wir nichts. Shadowheart. Macht schon ordentlich Schaden, diese Schutzgeister, ne? Und jetzt können wir zusätzlich hier noch einen Nahkampfangriff machen. Dann war es das nämlich auch schon. So. Rucksack. Immer heraus. Ja, lethargisch. Ja, ich habe ja den Trank getrunken. Wenn das im Kampf passiert, ist das natürlich blöd. Aber so außerhalb vom Kampf ist es eigentlich nie ein Problem. Was haben wir hier? Schwarz, Sommergrün. Können wir mal ausprobieren. Momentan sind wir hier so in so einer komischen Farbe. Gucken wir mal, wie sich das verändert. Ja, das passt zu unserem Barbaren, oder? Giftgrün. Das sieht gut aus, finde ich. Passt das denn auch? Ja, dann müssen wir es neu machen, ne? Also bei den Handschuhen hat sich beim letzten Mal ja nicht so viel verändert. Jetzt auch wieder reine Verschwendung. Die Schuhe kann man noch machen. Aber auch hier keine großartige Veränderung. Amulett des Aberrationsjägers. Das ist jetzt für eine Frau. Uralter Groll. Was macht das? Berühre das Amulett, um einen Hauch des Wissens der Gift zu erhalten. Du bist bei Angriffswürfen gegen Aberrationen im Vorteil. Wer es auch immer Aberrationen sind. Ich glaube, da gibt es, weiß ich nicht, gibt es davon so viele? Hm. Wir haben ein Githyanki Langschwert. Ich glaube, das ist das was für Karlach. Nee, für Karlach ist auf keinen Fall was. Für uns. Macht weniger Schaden. Nee. Githyanki Armbrust. Ist das eine schwere Armbrust? Schwere Armbrust. Du hast gerade gar nichts im Fernkampf. Du kannst nur mit leichten Armbrüsten umgehen. Also auch da wieder nichts für uns. Githyanki Kurzschwert. Ist das was für Astarion? Er hat ja schon ein Kurzschwert jetzt. Vielleicht mit zwei Kurzschwertern spielen. 3 bis 9 Schaden von dem Dolch.
Ja. Warum nicht, ne? Sag ich mal. Okay. No one back home will ever believe this. Wird ja jetzt auch gerne eine Rast machen. Kann ich eine Rast machen? Ja, hier so mitten im Feindgebiet. Damit ich meine Teile wieder auffüllen kann hier. Ja. Oh. Auch schick. Hier die Rastplätze auch mal. Das ist ja irgendwie so ein Ding, was ja auch in dem im Tabletop irgendwie immer so komisch ist manchmal. Die ganzen spielmechanischen Sachen funktionieren halt nur nach Rast und wann so eine Rast irgendwie sinnvoll ist, also ernsthaft so, also hier ist jetzt in der Situation gerade angegriffen worden, kämpfen wir uns den Weg raus, machen erstmal eine Rast. Also, das ist ein bisschen nicht so sinnvoll, glaube ich. Warte mal, stopp, bevor wir mit dem, lass mal hier. So, reden wir mal mit dem Eulenbär. Oh, das ist aber nett. Gefällt dir hier was? Ich werde wohl auf die hängen bleiben. Nee. Nice here. The cave smell like rotting meat. Goblin cat smells like goblins. Na, dann streichen wir nochmal. Sehr schön. Alles klar. Wir gehen. So, Astarion, hast du irgendwas zu reden? I'm not surprised that the Gith's insane device didn't remove our tadpoles. I'm just disappointed. Bist du? Thank you for agreeing to find Walbrin. It means a great deal to me. Indeed. Jo. Will. The menacing Githyanki machine and its jagged pincers held no cure at all. Who could have thought? Ja, man hätte es irgendwie sich denken können. Ja. Falls ihn. You wish to speak? Du hast nichts zu sagen? Okay. Karlach mal auf. Wie sieht's aus? Ah, another dead end. If the tadpole doesn't kill us, trying to cure it just might. Where would you start? And put it somewhere interesting, I hope. Gods, we better find a way to cool me off soon. I'm not sure how much more of this I can take. Wir können ja noch mal hier Wasser schmeißen. Haben wir noch Wasser? Haben wir irgendwer? Hat irgendwer Wasser? Wasser! Keiner hat Wasser? Alle nur Heiltränke. Ja. Später. So, ja. Sieht aus hier, gell? Alles klar bei dir? Not the resounding success we were hoping for. Still, the price of ambition is occasionally catastrophic failure. At least our skulls remain intact. Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. Like I said, mir fällt die Farbe von der Rüstung jetzt. I'm merely trying to protect those around me. Haben wir eine Lektion im Gewebe gehabt? Bin ich jetzt blöd? Ich kann mich an nichts erinnern. Aber ich kriege ja auch ständig auf den Kopf. If it should ever come to that,
If I ever know I am no longer able to stop it, I will do anything I can to ensure no one but me pays for my mistakes. I will find the remotest place on the surface of Faerun, or perhaps far below in the depths of the Underdark. I will await that death, alone. I promise I will not betray your trust. You kept me by your side despite the menace that I am. If worst comes to worst, I will be long gone before the curtain falls. Okay. Shadowheart? Anything new? So, the Githyanki have no cure for our condition. Unless you count death as a cure. I won't pretend to be surprised. Okay. Last. Wenn jemand Redebedarf? Karlach. Ruhe. Mehr. Hey, Soldier, I... Well, I'm not feeling so good. What? My engine. It's getting worse. Feels like it's gonna burst out of my chest. We need to catch up with Damon. See if he's thought of a way to fix this thing. If it can be fixed. Well, I imagine it's lights out, Big K. And then it'll be just you, your parasite, and the wild yonder. I'm sure you'd manage. But this old girl's got a few things to do before it comes to that. Alle haben irgendwie was explodierendes Zeugs bei sich oder so. Oh, hi. Haben wir nicht noch Wasser hier oder so? Guck mal, hier haben wir noch Wasser. Schmeiß mal eben ein bisschen Wasser hier drauf. Wasser? Wasser. What are you thinking about? Nix gebracht. Na gut. Wasser, wo ist das Wasser? Wasser, Wasser, Wasser. Da. Wasser zurück. So. Okay. Dann Lagervorräte. Was ist denn das Schwerste, was wir hier wieder haben? Außer den Lagervorräten selbst, die unglaublich schwer sind. Ich glaube, wir haben alles, was super schwer war, schon weggefuttert, ne? War das? 0,2. Können eigentlich mal so einen Lagervorrat dann verwenden. Hier, die Würstchen sind alle... Das da ist auch... Die Salami ist unglaublich schwer. Guckt mal, fast ein Kilo. Wow, Salami. So, dann hier einfach mal ein Lagervorrat. So, danke, passt. Sehr schön. So, und zurück zu den Githyanki. Leichen. Zu den Githyanki-Leichen. Ah, Moment, stopp, nein. Ah. I forgot. Wir brauchen ja noch unseren täglichen Buff. Unseren täglichen Buff. Ja. If you're sure. Ja, ja. Fine. I'll be here whenever you rediscover your taste in company. Ja, 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 ja. Ist ja schon gut. Aber das ist... Habe ich das Zeug jetzt wirklich hier noch drin? Ich schmeiß das mal raus, ne? Also ich schmeiße es raus. Shadowheart, ich schmeiße es raus. Hier, alles nehmen. Alles nehmen.
Alles nehmen. So, und ich schmeiße draus. Kriegst du nicht wieder. Nee, ständig deinen Scheiß in die Hand drückst. So, hier. Weg damit. Dreckszeug. Will ich nicht immer hin und her schieben wollen. So. Zack. So. This vessel is at my disposal. Ja, bla bla bla. Vessel. Can't give up now. Vessel doing vessel things. Starion. Und Karlach. Sehr schön. Prima. This vessel is at thy disposal. Wartet. Alles klar. Machen wir hier einmal kurz Tiere sprechen, falls wir welche finden. Zack. So. Shadowheart. Komm wieder mit. Mit mir. Kennst du das doch schon inzwischen schon. So. Nur deinen Beutel hast du nicht wieder gekriegt. Selbst schuld. So. Mal nochmal kurz gucken. Ja, genau. Das ist jetzt natürlich wieder hier nicht da drin. Automatisch verschwunden. Ich habe ja hier diese Mod installiert mit den Taschen. Das macht die ganze Sache schon ein bisschen einfacher, obwohl manchmal hat man nicht mehr den richtigen Überblick. Guck mal, man kann das Ding auch jetzt nicht mehr loswerden hier, ne? Also jetzt hat Shadowheart uns das einmal zugesteckt und jetzt haben wir das. Jetzt sitzen wir da drauf rum, ne? Auch da wieder in den falschen Beutel reingestopft. So, und das ist übrigens auch cool, dass man dann Beutel hat, die beschriftet sind. Dass man genau weiß, irgendwie, welcher Beutel für was ist. Elixier des Kolosses. Haben wir noch irgendwie was wir wegschmeißen müssen? Das tun wir mal ins Lager. Nee, sieht nicht danach aus. Okay. Jetzt kann es weitergehen. Endlich, wa? So, wo gehen wir als nächstes hin? Wir sind hier auf der Krankenstation. Hier oben haben wir noch was Unerforschtes. Aber wir gehen vielleicht auch mal hier hin. Da gehen wir hin, genau. Gucken, wie uns die Leute da draußen jetzt begegnen, ob die jetzt alle feindlich sind. Oder ob die von unserem kleinen Kampf gar nichts mitbekommen haben. Anscheinend haben sie von unserem Kampf nichts mitbekommen. Oh, I'm more than aware, trust me. I've had plenty of training in what to expect from them. Are you here to learn from our Savash? He's so powerful. And wise. No wonder Vlakis put such faith in him. Hold on, what? Shocky! Why do you keep hesitating? My instructions were clear. Because they don't make sense. Killing each other like this. It's stupid. Orphea. Silence! It seems your childish prattling is attracting an audience. You fight again. This time, daggers only. And to the death, as instructed. Who wants to challenge this sniveling Istark?
Die lassen Leute bis zum Tod kämpfen. Ich weiß nicht, warum die dann noch. Also. Naja. Nicht so sinnvoll. Hat der Typ schon recht. Also. Ja. Ich kann nicht so gut überzeugen. Oh, doch, ich kann überzeugen. Anscheinend. I suppose your inane spewings have distracted enough from my lesson. Go at the swords. I want them sharp enough to peel a Gake's eyeball just by looking at them. I hope you prove as weak as this should we meet on the battlefield, Istik. Was ein Arsch. I love fighting with daggers. It's so personal. You're close enough to see the light go out behind their eyes. Wo ist denn jetzt der Kerl, der da, ne? That was amazing. I've never seen someone talk the Savage down from a rage like that. He's always mit Rage kenne ich mich aus. To be ruthless, that death is the only mercy we deliver. But you... You showed compassion and kindness. You're just like... Never mind. Ja. Ja. Das will ich aber jetzt wissen. Moment. Ja. Ja. I speak of... Of Orpheus, the true prince. He's so strong and wise, and he rides a comet. A comet! We're forbidden to talk about him. They say Vlakith knows if you even think his name. I found his book. Part of it, anyway. I read it all the time. He's unbelievable. Was ist das Buch, ja? A group of warriors came. Outsiders. On a mission for Vlakith herself. Savage Kethk made us clean their armor. And I found it. Inside one of the breastplates. Wish I knew who it belonged to. I have so many questions. Hopefully, one day I'll find them. You want... But I... Ich würde es mir auch wiedergeben. Ich würde es nur einmal ganz kurz lesen und dann wiedergeben. Aber er bringt sich schon in Gefahr. Das stimmt schon. Aber er gibt es mir nicht. Aber ist okay. Kann das behalten. Im Prinzip wissen wir ja auch schon, wo der Orpheus. Haben wir ja auch irgendwie an dem... You're sneaky and horrible, like all the rest of them, aren't you? Ach komm schon. Leave me alone. Savage Kethk is a wonderful teacher. He'd happily help you improve your technique, Istik. Das glaube ich nicht. You're not capable of joining our practice, Istik. Don't even try. What do I do? I failed the Savage. I failed Vlakith herself. I'm going to double my training. No, triple. I won't waste this chance. Outsiders aren't supposed to see us training. You should leave. Nee. Lass mal. Savage Kethk always said this plane was full of weaklings. What is it? These insufferable interruptions are distracting from my lessons. Eure Lektionen sind verwerflich. Das stimmt.
Es wird wohl keine Rolle spielen. Nach dem, was ich gerade gesehen habe, sind eure Schüler ohnehin verloren. Jein. Warum sollen sie auf Leben und Tod kämpfen? Wisst ihr, dass der Junge überhaupt was gelesen hat? Nee. Our wars are waged against Gake, not bandits and petty thieves. The slightest mistake, the smallest hesitation, and you die. The warrior next to you dies, 100 more behind them. So we ensure that in our ranks, there are no mistakes. I wouldn't expect an istic to understand. On this plane, inadequacy is expected. I must attend to my students. Be on your way. Wer ist denn das da oben? Unless you want to be set up as target practice, I suggest you leave, Istik. Die sind alle so freundlich hier. Aber ich glaube, ich fürchte, wir werden gegen die kämpfen müssen, früher oder später. Wer bist du denn hier? Now Istik wander our halls at their leisure. Captain Therizin will be even more irate than usual. Okay, also haben wir das jetzt auch. Ich weiß, was da ist. Da ist nichts sonderlich Interessantes, zumindest for now. Von daher gehen wir jetzt nochmal zurück in die Kapitänsquartiere und schauen nochmal, ob wir da noch was hinkriegen. Müssen irgendwie gucken. Nee, das war die falsche Richtung. Ja, das ist richtig. So, gehen wir eben nochmal kurz zum Händler. Bevor die nachher feindlich sind oder so. Back for more. Ja, ja, handeln wir. Guck mal, ich habe hier einigen... Ups. Not for communal use, it seems. Ich habe hier einigen von euren Kriegern was abgenommen. Könnt ihr gerne haben. Das nicht. Was war das für ein Ding? Elementardurchtränkung. Blitz, Feuer, Kälte, Säure, Schallschaden und dann Zauber machst. Ein Zaubertrick trinkst du eine Waffe. Bis zu Ende des nächsten Zuges bewirkst du weniger Schaden dadurch. Mehr braucht man nicht. Ist, glaube ich, ganz cool für bestimmte Builds, aber nicht für unseren, glaube ich. Ja. Ich misst ein Feuer, aber ich auch nicht. Weg damit. So, haben wir hier noch irgendwie Zeug, was wir ticken können? Den Dolch können wir wegnehmen. Bosheit. Ja, und die Regeneration behalten wir. Go on then. Be on your way. Okay. Dann legen wir uns jetzt mal mit dem Commander an hier, würde ich sagen, ja? On second thoughts, perhaps an inquisitivistic would make a good practice dummy. Ja. Einmal und dann bist du weg. So. Also gegen die kranken Typen haben wir ganz gut gekämpft schon. So, hier, Shadowheart. Du gehst mal hier raus. Du willst ja nicht zu den Wölfen, ne? Geh mal raus. Nein. Shadowheart soll rausgehen. Shadowheart. So. Oder du kannst auch hier weit weg von den Wölfen hier in der Ecke bleiben. Lasst mal den uncharismatischen Barbaren die Sache regeln hier. I need a quick word. I presume you are not stupid enough to return empty-handed. So, give me the weapon now. Hier ist sie. I sincerely hope you know what you're doing.
Shemar's Allah of Lakith. Give it to me. No. No? Then I will take it from your corpse. Ich hab das befürchtet. Seufz. Ja, So, jetzt müssen wir erstmal uns um Shadowheart kümmern hier und die Wölfe töten, ne? Donner macht nicht viel, Indifferenz macht nicht viel, Blitz. Blitzschaden 2 bis. Mal Kälte, damit die nicht so viel rumlaufen. Crit, nice. Ein Wolf schon mal weg. So. Shadowheart, was machst du? Hier. Und vielleicht mal hier so eine Spiritual Weapon. Hier so eine. Ei. Furchtsam, ha? Not good, würde ich sagen. Wir brauchen den Eulenbär. Wo ist er? Eulenbär. Gib ihm. Du wirst hier nicht weiter noch mehr Waffen wegmachen. So. Lup. Nicht in Reichweite. Cool. Ach, guck mal, von da draußen kommt auch noch einer. Gleich mal mit dem Barbaren, solange er keine Waffe hat, anfangen Sachen durch die Gegend zu schmeißen. Der arme Eulenbär, lass den Eulenbär in Ruhe. Er ist auch furchtsam, ja. So, da stehen jetzt zwei schön beieinander, ne? Flup. Schutzgeister. Doch, die sind in der Masse jetzt schon nicht die Schwächsten. Rettungswurf gelungen. Haben jetzt auf jeden Fall schon ein paar Fähigkeiten, die unangenehm sind. So. Zurück. Zweiter Mal aufheben. Beschleunigen. Zweiter Mal aufheben. So, jetzt können wir noch zuschlagen, ne? Gib ihr. Pariert. Fehlschlag. What the fuck? Eine 5. Mit Vorteil. Eine 5 gewürfelt. Ernsthaft. Na ja, passiert, ne? So, hier. Wupp. Erstmal Stufe 3 heilen. So, und dann
Sie oder er. Und for Shadowheart's sake. Erstmal den. So, das Ding. Flug. Und kann nichts machen, weil alles außer Reichweite ist. So, Shadowheart. Heilen. Und hier hinlaufen. Und hier hinlaufen. Ein Ticken fehlt. Und wir heilen uns auch nochmal selber. So. Da kommt noch einer. Springen. Rettungswurf gelungen. Ja, okay. Diesmal nicht. Hitschlag, sehr gut. Rettungswurf war erfolgreich. So. Moment, stopp. Wir machen erstmal den hier. So, und dann gibt's aufs Maul. Pariert, war klar. Der erste wird immer pariert. So, und dann der zweite hat voll gesessen. Fehlschlag. Dann haben wir das schon wieder verdammt. Eine 4 gewürfelt mit Vorteil. Das ist geil. Ja. So. Einmal zum Wolf rüber. So, Shadowheart, die Wölfe sind weg. Nochmal ein Stufe 3 Ding. So, du holst dir mal deine Handarmbrust wieder. Ne, das ist das Vieh dran. Aber es kommt wieder nicht in Reichweite hier. So, jetzt aber. Bonusaktion für Spurt. Nicht genügend Bewegungsrate? What the fuck? So. Dann nimmst du eine Bonusaktion für den großen Heiltrank. Dann rüstest du dich wieder aus. Aber ich kann nur eine pro Runde. Das ist ja ätzend. Das ist nicht schön. Ja. So, ja. Einmal noch nach vorne. Hinfort. So. Nochmal heilen auf Astarion. Und schon dünnen sich die Reihen hier aus. Das ist gut. Mal gucken mal kurz, was verbessert ist.
Nachteil beim Angriff. Ja. Guck mal, die würfeln eine 7 mit Nachteil und ich würfel eine 4 mit Vorteil. So, da sind 2. Crit. Aber pariert. Aber wo die Attacke herkommt, habe ich noch ein paar. So. Die Schutzgeister haben sie den gar Spiegelbilder. Nice. So, alles looten erstmal hier. Die Schwerter sind übrigens ziemlich cool, wenn man Lyselle dabei hat. So, die da vorne habe ich schon gelootet. Das Beutel. Er ist Githyanki-Befehle. Seid wachsam, Kultisten verhören, bla bla bla. Suche nach dem Artefakt. Bereiche der schattenverfluchten Lande, die in den Kunststatter Vorstaben sind, besonders hervorgehoben. Offenbar kommen ihre Truppen den Türmen immer näher, okay? Ist klar. So, und dann wollen wir mal hier rein. Eigentlich müssten wir ja diesen komischen Stein hier, genau, den laut haben. Oh, it is you. Make haste. We have business to conduct. Ja, ja. So, einmal kurz Rast. Und dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir schauen dann beim nächsten Mal, wo wir ob wir diesen großen Anführer platt machen können. Bis dann, ciao.